als ihr noch mit, sag ich mal, Schülern und Schülerinnen gearbeitet habt, gab es da schon den Arschfick-Song? Auf unserem neuen Album, was im September rauskommt, haben wir ein... Boah, das ist ein krankes Feature. Ein einziges Feature drauf. Die ersten drei Buchstaben. Hallo, hallo, hallo. Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zwei Vermengte, ihr kleinen Fotzen. Wir sind heute nirgendwo als auf dem Splash. Nirgendwo geringer als auf dem Splash. Alter, Mann, guck mal. Ey, musst du mich... Ich werde gleich weinen. Lass es sein. Wir sind heute hier mit Menas Moos. Hallo, holy shit, hallo, Matt, Fred hallo, und Maiden. Hallo. Ja, Mann. Und Crew im Hintergrund. Es ist ja absurd. Crew, mach mal Lärm! Ey! Mach Moshpit! Lauter! Jawoll! Holy shit. Circle ey. Pit. Ey. Okay. Ja, Mann. Übergeil, dass es geklappt hat. Ja, es Mann. Ist ja wirklich zwischen den Auftritten hier, ne? Ihr seid in weniger als 2 Stunden dran. Dann seid ihr... Du auch. Ich auch, ja. Dein großer Auftritt. Mein größter bis jetzt. Vor echten Menschen. Echten nicht Menschen. Nur im Internet. Nicht nur Zahlen. Nicht nur Zahlen. Ja. Nicht nur Zahlen. Ey, es ist ja viel passiert. Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Bei Lieber Gott Dreh? Vor 4 Wochen, glaube ich. Ja. Nicht mal wahrscheinlich, ne? Ja. Irgendwie 3,5 so. Ja. Das war ein geiler Abend. Ich will ganz kurz erzählen, wo ich die Jungs das letzte Mal gesehen habe. Ja. Ich habe es eben schon, als ich euer Klo entweiht habe, habe ich schon ein bisschen angeteased. Es war 2022 bei den 257 Jungs in Hamburg und ihr habt den Arschfick-Song gespielt. Und meine Freundin und ich haben uns aber in die Augen geguckt und wir haben es gefühlt. Schöner Song. Oh, schön, das freut mich. Wirklich, wirklich schöner Song. Haben wir den echt gespielt? Ich erinnere mich gar nicht. Ich fick in deinen Arsch. Ja, das ist ja jeder Song von uns. In deinen Arsch. So, echt, das haben wir gesungen? Ja, habt ihr gesungen. Da, wo dieser große Hase auf der Bühne noch war. Das war ein absoluter LSD-Trip. Ah. Das ist okay, aber ist schon 2 Jahre her. Wir hatten Durchfall auf der Tour, das weiß ich noch. Wir waren, auf der wir waren nee, das zum Glück nicht, aber wir haben wirklich, wir sind gestartet und wir haben richtig, richtig kranken Durchfall gehabt. Geil, schön dünn. Wir sind immer, wenn wir angekommen sind, so in diese verkackten Backstages gegangen und haben so gekackt, so. Und das war das erste Mal, wo wir jemals in einem Tourbus mitgefahren sind und da wird immer am Anfang so eine Ansprache gehalten. Nicht man darf niemals ins Klo scheißen. Ja, ja okay. Direkt rein. Ja, seid ihr Feuchttuch-Enjoyer? Aber es war zum Glück so dünn, dass es nicht aufgefallen ist. Seid ihr Feuchttuch-Enjoyer? Ja. Ja. Auf jeden was, Fall. Was sind wir? Feuchttuch-Enjoyer. Benutzt ihr Feuchttuch, um euch die Arschfotze abzuwischen? Eben, kann ab man doch so sagen, oder? Kann man doch, oder? Salopp gesagt. Salopp gesagt. Ist euch ein bisschen zu obskur hier. Schämt ihr euch für eure Arschfotzen? Nee, aber ja, enjoy ich auf jeden Fall. Sehr ich habe nicht immer welche da. Ich bin nachlässig so beim Einkauf, aber ich mag es, wenn die da sind. Ich eigentlich immer mit meinem Männerhandtäschchen, aber die Packung, die ich jetzt mit dafür Splash, war zu groß, deswegen ist sie im Zelt. Ah, okay. Da gehört sie auch hin. Ja, ich würde das Mikro wieder abgeben, mehr habe ich gerade noch nicht zu sagen. Ja, Mann, wir reden gleich darüber, wo wir hier sind auf dem Splash. Ihr habt hier wirklich einen Big Gig, Alter, Beach Stage, perfekte Zeit, überkrank. Mich interessiert initial, wenn wir Gäste haben, immer so low-key, also sofern ihr darüber reden wollt oder wie weit ihr darüber reden könnt, eigentlich die Werdegänge als Start-off. Bevor ihr so das erste Mal irgendwas released habt, was dann ein Like bekommen hat von einer Person, die nicht eure Mutter oder euer Hund war. So, wie ist es dazu gekommen, dass ihr irgendwann mal einen Song released habt, wie der gepoppt ist? Dann habt ihr irgendwann mal, darüber kenne ich euch, Insta-Werbung zu Oh mein Gott. Mhm. Das war das erste, was ich von euch mitbekommen habe damals. Habt ihr den Song nicht gemacht? Oh mein Gott. Nee, lieber Gott heißt unser Song. Bester Freund. Das ist so ein bester Freund. Ja, ich bin auch betrunken, muss ich sagen. Das ist so ein Neuauflage. So genau, eine Reincarnation. Ja, also wir kennen es ja ewig schon so. Kindheitsfreunde? Voll. Und wir haben eigentlich wirklich schon, also keine Ahnung, wir machen schon Musik zusammen, seit wir so 14 sind oder sowas. Mhm. Und ey. Ich glaube, ich schätze mal, das erste, wo wir einen Like drauf gekriegt haben, war irgendwas auf MySpace. Holy so shit. Ja. Wir haben den Püschli, ja, kennst du den Püschli-Song noch? Ja. So einen Love-Song haben wir gemacht. Und der, ja, da haben wir das erste Mal Anerkennung übers Internet erfahren. Von anderen MySpacern. Richtig. Ich glaube, es gab irgendwann mal die Idee, dass wir so in jeder Musikrichtung einen Song veröffentlichen wollen. Mhm. Und da hat sich niemand für interessiert, außer bei Hip-Hop und dann sind wir irgendwie dabei hängen geblieben. Ach geil. Weil das so die größte Resonanz bekommen hat. War das auch instant? War das der erste Hip-Hop-Song, den ihr da gemacht habt? Das war dann wahrscheinlich... Also es war richtiger Müll. Wir haben aber viel Scheiß zu der Zeit... So viel ausprobiert. So. Schon. Ja. So 257 das Niveau. Aber das, wo du... die Wichser, hier. Shoutout an euch. Nein, aber... das, so die Zeit, wo du uns kennengelernt hast, ist so die Zeit, wo es so anfing, dass man sagen kann. So. Ja, ich habe euch damals eine DM geshootet. Damals habe ich ja persönlich, also selber noch
habe ich noch Abitur gemacht. Ich glaube, es war sogar vor meinem Abitur, es war in der 10. Klasse, habe ich euch gefragt, ob ihr davon leben könnt. Weil ich war verblüfft, ich war damals auf meinem Grind, ich fand alles kacke, was Werbung geschalten hat. Ne? Stark. Und dann habe ich irgendwie gesehen, was ist das so? Oh mein Gott, ich bin auf YouTube gegangen, aber ich fand's geil. Ich fand's übergeil. Und dann habe ich mich gefragt, okay, da ist immer dieses, also so Tuki on the Beat, immer dieser Producer-Tag. Dann irgendwann, DJ Arschlochficker, ihr seid schon wieder gefickt geworden. Und irgendwie ist das alles so hängen geblieben. Geil, dann habe ich den Scheiß immer gedickt. Wir haben es bei uns damals im Dorf die ganze Zeit, also Vorstadt, Dorf, immer die ganze Zeit gebummt. Und dann irgendwann, alles billig, haben wir richtig gebummt. Digga, ja, und dann ist es ja irgendwie gepoppt. So, aber... Ja. Ab dem Punkt so, was hat richtig Fahrt, wann hat es richtig Fahrt aufgenommen? Das hast du auch bei Kevin gemacht, du hast so geschrieben, ja, könnt ihr davon leben, habt ihr Tipps? Ja, 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 voll. So ein Wichser war es. Ja, 100%. Ja. Außer, ich habe das nicht gemacht in der Minecraft-Szene damals. Das hat Nick gemacht. Nick aber interessant zu hören, dass diese MySpace-Werbung tatsächlich mal was gebracht hat. Nein, Insta-Werbung. Oder Insta-Werbung. Und, was wolltest du wissen? ob wir davon leben können. Ob wir davon leben können. Ja. Ob das wirklich so... Also was so, wie ist der Entry gewesen? Wann hast du gemerkt, das machen wir jetzt? Wir gehen jetzt da. Das war schon so eigentlich während Corona, als wir mit KIZ den Song gemacht haben, fing es so an, dass es so etwas größer geworden ist. Wir haben es nicht so gemerkt, weil wir ja keine Gigs spielen konnten. Aber das ist ja wirklich das Main-Ding, wo man sagen kann, ja, wenn du Shows hast, dann kannst du Geld verdienen irgendwie, ne? Und das fing halt danach erst an, da hat man es dann eigentlich richtig gemerkt. So erste Tour nach Corona. Ja. Das, da hat man gemerkt, dass man Tickets verkauft und so. Mhm. Also wir waren mit KIZ auf Tour 2022. Auch, genau, direkt nach 2015. Und da haben wir schon unsere erste eigene Tour geplant. Es hat sich abgezeichnet, dass da auch Tickets verkauft werden. Ach, und dann in dem Sommer habe ich dann auch meinen Job gekündigt. Ja. Krass. Also 2022 Crazy. Sommer habe ich das letzte Mal richtig gearbeitet wie ein normaler Mensch. Geil. Naja. Das ist Trill, das also ist geil. Die können davon leben. Die können davon leben, okay? Okay, ich hab's verstanden. Ey, dann falls ich das nicht frage, habt ihr Tipps? Für auf? Nein. Nein, nein, du brauchst keine Tipps. Nein. Du brauchst keine Tipps. Insta-Werbung. Insta-Werbung schreiben. Most definitely, geil. Was habt ihr davor gemacht? Was hast du gekündigt? Wir waren Musikschullehrer, Schlagzeuglehrer an Musikschulen. Geil. Und ihr habt Kinder unterrichtet? Jüngere Leute? Hauptsächlich Kinder, ein paar Erwachsene auch. Holy shit. Aber die meisten waren so zwischen 10 und 20, schätze ich mal. Krank. Instrument? Schlagzeug? Schlagzeug. Beide? Mhm. Übergeil. Ich habe eine Frage, die ich gerne in den Raum werfen würde. Den Flummiball. Wie hast du mir den weggenommen? Aber gut, delivered. Sehr geil. Als ihr noch mit, sag ich mal, Schülern und Schülerinnen gearbeitet habt, gab es da schon den Arschfick-Song? Also den gab's, aber der. Von welchem Arschfick-Song ist gerade die Rede eigentlich? In dein Arsch. Nee, das ist doch. Das ist nicht von uns. Das ist Ryman Simon und Vokal Matador. Ihr habt auch so einen Arschfick-Song gemacht. Ja, du meinst 3 Uhr nachts. Meinst 3 Uhr nachts? Oder meinst du Ass to Mouth? Nein. Oh, ich bin übel dumm. 3 Uhr nachts. Genau, das ja. Ich hab schon wieder. Aber den Song, den du gerade zitiert hast, den hab ich früher auf Klassenfahrt mal hoch und runter gehört. Ich hab so viele Arschfick-Songs gehört. Das ist Ryman Simon und Vokal Matador. 3 Uhr nachts war auch das, was ihr bei den 257 das performt habt. Genau, das haben wir im Set. Und während ihr mit Schülern gearbeitet habt, da hatten wir. Ja, ich glaube schon. Ja, ja, doch. Da habt ihr noch gearbeitet, ne? Ja, ja. Es gab schon mal hier und da, dass irgendwie. Also Schüler das rausgekriegt haben, was wir machen und so. Krass. Es gab aber auch bei wir sind damit jetzt nicht so offensiv umgegangen, dass wir das denen gezeigt haben. Wir haben jetzt nicht hausiert auf der Konferenz. Schaut mal, was wir so machen. So Schlagzeug-Training-mäßig. Mhm. Einfach das da, euren Song drummen. Ich hatte einmal tatsächlich, wurde ich ins, wie nennt man das? Sekretariat zum Direktor einberufen. Wegen einem Song von euch? Ja, so wegen allem. Aber es war eigentlich gar nicht schlimm. Der war eigentlich total nett und wollte nur mal hören, so... Ja, was sagst du den Eltern, wenn die dich ansprechen? Und was sie so macht. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, der wollte Tipps. Wenn mich jemand darauf anspricht, sage ich halt, ja, das ist die Musik, die ich mache und witzig finde. Und dann war es auch vorbei, das Gespräch. Ja, okay. Wie habt ihr euch entschieden, so in die Richtung? Ihr seid ja schon, und genauso wie wir, derb, würde ich sagen. Ja. Salopp gesagt, derb. Wieso habt ihr zum Beispiel euch nicht dazu entschieden, so, wir machen jetzt so Liebessongs zum Beispiel über Gefühle und so einen Scheiß. Haben wir auch. Wieso habt ihr euch dazu entschieden, derb zu sein? Das ist ja nicht so eine Entscheidung. Das entwickelt sich ja irgendwie und dann ist es halt, was du lustig findest. Und du machst ja dann im Endeffekt auch, willst du ja auch was machen, was dich selber unterhält.
Und einfach mehr Spaß gemacht. Ja, genau, das ist der Punkt. So, wenn, ja, wenn das, das, was wir halt selber witzig finden, weil wir so sind, ne? Aber uns das, kauft auch keiner was anderes aber ab. Aber man hat sich jetzt nicht dazu entschieden, dass wir gesagt haben, boah, lass mal das machen, das wäre voll der geile Move, weil Leute brauchen Arschfick-Songs. Ich check, aber weil du es gerade sagst, eine Line von euch erst sogar irgendwie, ich rappe nur über dumm Scheiß, Technik ist aber so ein Lupenrennen oder irgendwie sowas. Ja. Das ist ja wirklich ein Fact so. Also ihr könnt ja richtig krank rappen und flowen und irgendwas textlich einfach dahin kritzeln. Ja, das aber war, ja, das stimmt. Macht stimmt ja trotzdem quasi dieses, ne, was im, also ich fick damit heavy, aber so die Leute denken ja, okay, das ist ein bisschen verpönt, das ist ein bisschen vulgär. Und das ist ja dann als Zompon eine Entscheidung, die Welle zu reiten. Wie bei uns ja auch. Also bei uns war das eine Entscheidung, weil wir damit gefickt haben. Und man merkt auch, die Leute, die sich das irgendwie dann anhören, ist gar nicht das Klientel, was das wirklich so versteht, sondern die checken schon, was damit gemeint ist und die eigentlichen Werte, Ansichten dahinter, also, ne? Safe. So, ich glaube, damit, deswegen habe ich gestickt damit. Ja, aber das ist genau dasselbe bei uns. Ist genau dasselbe. So, es gibt Leute, die das irgendwie abnehmen und nice finden. Mhm. Und es, ich würde mal sagen, 98% der Leute checken auch schon, wie das ist. Ich meine, da gibt es natürlich immer wieder 3-4 Idioten, die dann sagen, geil, der sagt Fotze, voll ja, witzig. Ja. So. Die haben es halt nicht gerafft, so. Ja. Ne? Aber die meisten, es ist genau wie bei euch. Es ist, einfach wir ticken halt so. Und, nur ein bisschen und, besser. Und deswegen ist es halt so geworden. So, weißt du? 1-0, ne? Fuck. Geil. Ich spüre den Ausgleich kommen. Noch gibt's keinen Ausgleich. Auf der Bühne nachher. Ja, ich werde einfach nichts machen, ich werde einfach scheißen. Ich habe vorhin, ich hab vorhin zu Mike gesagt, ich habe im Auto gemerkt, also ich habe halt einmal geschissen und es war ein cleaner Schiss. Es hat überhaupt nichts mit Angst zu tun, es war wirklich ein guter. Mhm. Und dann habe ich zu Mike gesagt, Bro, es kommt nachher wieder diese Zeit, wenn man aufgeregt ist, man denkt, man muss kacken. Ja, das ist normal. Und Mike meinte, das haben wir auch ganz oft, kurz vorm Auftritt kacken dann, müssen. Ja, aber geht ihr dann kacken? Ja. Nochmal? Ja. Okay. Ich will ganz kurz die Story erzählen. Ihr müsst euch vorstellen, pass auf. Ich erzähle euch ganz kurz, wo Felix eben nochmal versucht hat zu scheißen. Wir mussten einen taktischen Boxenstopp in fucking Magdeburg machen, so, weil wir da was klären mussten mit unserem Leihauto, wir nennen jetzt keine Firmennamen, sag ich mal, und wir sind dann da rein und haben noch gesagt, so, ey, wir müssen nochmal Fahrer anmelden, dies, das und so, und der Rezeptionist, der da gearbeitet hat bei dieser Autoleihagentur, kannte uns. So, und er meinte so, wir haben so ein bisschen geschnackt, einen auf den, haben das eingetragen, so, ich habe meinen Führerschein wieder genommen. Dann sind wir zu Subway, haben uns vollgefressen und er meinte, ich muss richtig pissen, weil ich habe eine übelste Konformantenblase. Es wird auch 100% passieren, dass ich während des Podcasts pissen gehe. Mhm. Dürft ihr nicht disrespectful nehmen, aber ich... Ich komme mit, ich muss auch gar langsam. Gar kein Problem. Hast du eine Pinkzette dabei? Eine Pinkzette? Ja, für einen kleinen Penis. Ja, haben wir. Okay, top, sehr gut. Jana, 2 Pinzetten. Ja, leg die mal bereit. Und das Kackmesser nicht vergessen. Genau. Das Poop-Knife. Kennt ihr das nicht? Wenn die Scheißwurst zu groß ist, dass Gefahr besteht, dass das Klo verstopft wird, gibt es so ein Messer, womit man die zerschneiden kann. Ja. Ich dachte, man muss sie einfach so abschneiden, wenn die Kackwurst aus dem Arsch. Nee. Das ist so ein extrem teures asiatisches Messer mit so einer sehr scharfen Klinge. Verarscht ihr uns? Ja. Oder? Nein, aber es gibt wirklich, ich glaube, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Gag ist, aber ich glaube, es gibt dieses Poop-Knife. Ja. Das ist eigentlich so ein Plastikding. Aber dann, da kannst dann du deine, wenn du siehst, in der Suppe rum. Genau. Hey. Ey, guck mal. Ich habe das letztens gehabt, dass ich wirklich zu groß gekackt habe. Hier, wo ist er? Mein Mitbewohner, ja, und so. Dann habe ich ihm das so gezeigt. Ich habe gesagt, so, Bro, ey, das läuft nicht ab. So, das war halt so bis oben hin einfach voll mit... Aber wegen dem Klopapier oder wegen dem brachialen Haufen Scheiße? Nein, das war wegen der Scheiße. Das war unnormal. Wie scheißt man so viel, das, Bruder? Ich weiß auch nicht, Bro. Und dann war halt das Klo einfach bis oben voll. Ich sage, okay, was machen wir jetzt? Und dann sind wir so wirklich so stupid weit gelaufen zu so einem Supermarkt, der so ein bisschen bessere Ausstattung hat. Weil wir wussten, okay, da kriegen wir so einen Pömpel. Yeah. Und dann sind wir da hingelaufen, haben diesen Pömpel geholt. Und dann musst du ja in dieser Suppe mit dem Pömpel rummachen. Und das ist ja 10-mal beschissener als vorher, die Wurst Stücke zu... Warte, ganz kurz die Geschichte. Du musst dir vorstellen, es gibt 300 Kilo Menschen, die in ein normales Klo scheißen. Die haben wahrscheinlich so Armstütze für körperlich beeinträchtigte Menschen, aber selbst die kriegen das hin, ihre Scheiße runterzuschmeißen. Woher weißt du das? Du kannst mir nicht, weil ich schon mal auf behinderten Klos kacken war, aber du kannst mir nicht sagen, dass du so krass ins Klo reingescheißt hast, dass es zu viel war. Das ist mir schon mal passiert. Also, ja, dann solltest du mal einen Arzt aussuchen. Hier, er kann es bezeugen, ja. Digga, das. Ich muss ganz kurz, ich werde das Mikro gleich zurückgeben. Ja. Ich muss ganz kurz die Story zu Ende erzählen. Ah, sorry, Mann, ja. Und wir, alles gut, ich verzeih dir nochmal. Danke, Bro. Und dann sind wir nach Subway da wieder hin in dieses hiesige Lokal, wo wir unser Auto gemietet haben. Und Felix hat ganz charmant gefragt, dürfen wir einmal ihre Sanitäranlage benutzen? Ach so, du hast vergessen zu sagen,
als wir das erste Mal drin waren für die Anmeldung, meinte er danach, was macht ihr denn hier eigentlich in Magdeburg? Da wusste man natürlich, der kennt uns schon irgendwie. Er hat noch nicht gefragt nach einem Bild oder so, aber man wusste, ne? Und dann bin ich da hingegangen, ganz leger, und hab gesagt, ey, können wir das Klo voll scheißen? Einfach weil ich wusste, der checkt den Vibe. Und dann hat er gesagt, so gefragt? Ja, ich hab gesagt, kann ich ins Klo kacken? Und dann hat er so einfach so die Geste gemacht, komm, zack. Der hatte gerade eine Kundin, ne? Ja, nice. Und dann waren wir da wirklich im Dreiergespann auf Klo nacheinander natürlich. Ich musste aber nicht scheißen. Es kam so ein kleiner Köttel, kennt ihr ja auch, ne? Wenn man denkt, man muss übel brachial bärsen. Da voll gedrückt vor. Ja, ja, ja. Ader geplatzt noch, ja. Mäßig. So unbefriedigt. Digga, heavy. Und dann gehen wir raus und dann fragt er kurz nach dem Bild. Und die Frau, die da kurz vor der Kundin war, nicht wie der aussah, was sondern von. Ich weiß. Wir sind was? Alle zu dritt auf dieses Klo und er stand dann, hat so aufgepasst, weil wir hinten so in den Back, also in den Backstage bei dem. Im Backroom. Digga, die hatten da einfach, ihr müsst euch vorstellen, die haben da, ich glaube legit, diese Mitarbeiter von der Firma wohnen da. Die haben kein Zuhause. Und da war eine Waschmaschine an im Küche. Digga. Haben da auch kleine Kinder gespielt? Nee, das nicht. Nee. Okay. Aber es war so eine Tafel, wo drauf steht, also ich will jetzt auch diese Marke nicht nennen, aber da stand so, wie geht's weiter mit der Firma. Aus heller irgendwie. Er hat so aufgepasst, dass wir keine Daten ausspähen für Konkurrenzprodukte. Ja, und dann hat der mit uns ein Bild gemacht und die Dame, die Kundin vorher, stand davor und hat das mitbekommen und hat dann auch noch mit uns ein Bild gemacht. Absurd, aber da musste ich nicht kacken. Aber das war die Story. Dazu muss man noch sagen, bevor die Leute sagen, wir sind Arschlöcher, weil wir dem armen Mitarbeiter das Klo voll gespritzt haben, wir haben ihm 2 Subway-Cookies als Dankeschön dagelassen, auf einem Teller. Also im Endeffekt, ihr wart in Magdeburg und habt nicht gekackt. Das ist die Story. Ich hab gepisst. Das ist ja crazy. Meine Pisse war neongrün. Ich dachte, ich sterbe, aber es war Otto Mohl. Parkticket bekommen haben. Stimmt. Vor unseren Augen, wir wollten gerade losfahren, kam so ein netter Mensch und hat so Fotos gemacht und habe ich Fotos von ihm gemacht. Ja, es war absurd. Okay, crazy, Mann. Aber die Pointe davon war, der Coincidence davon noch, war, der Typ hat gemeint, dass ein Homie von ihm auf dem Splash spielt und das ist der Typ, der genau vor mir spielt. Die kannten sich. Aber wie absurd ist das? Ah, naja. Also das war jetzt erst? Das war jetzt gerade auf dem Hinweg. Ach so, hä, warum Magdeburg, stopp. Digga? Ach, das ist hier close ist hier, oder was? Ja. Ach so, okay. Und das ging ja initial um Scheiße. Und Mike meinte dann auf dem Weg, weil ich gesagt habe, ey, ich habe gerade keine Wurst rausdrücken können, aber ich merke, ich muss heute noch. Und er meinte, Bro, wie witzig wäre es, wenn du bei Menas Moos einfach nur scheißt. Einfach, du scheißt einfach deine Hose, weil da würden es alle feiern. Ah, du könntest auch, ja klar, das wäre dann echt kommst nicht. Du aufs Juice-Cover. Ihr seid die einzige, wie sagt man bei euch, eine Rap-Gang? Eine Rap-Gruppe? Ja, genau, eine Rap-Gang. Boah, ihr seid eine Rap-Gang, oder? Wir sind eine Rap-Gang, ja. Eine Gruppierung, eine Bande, 26. Wir sind eine Bande. Yo, check, ich mach Schmisser, Digga. Ich will so ein bisschen so diese Lingo 60-Jähriger. Ihr seid so eine Hip-Hop-Crew. Ja, genau. Genau. Und ihr seid die einzige Hip-Hop-Crew, wo ich sagen würde, es ist valid, wenn du dich voll scheißt. Da würde man sagen, okay, das gehört zum Show-Act. Das ist true. Geil, das ist so. Ja, cool, ja, wenn ich, woanders könnte man noch scheißen. Ja, jetzt wo Felix Krull nicht mehr Rapper ist, fällt das raus. Das könnte man noch. Da ja, auf Hose jeden, scheißen. Alter. Ja, true. Safe. Der Schließende Wichser hat mal seinen Schwanz gezeigt. Der war in der Bild-Zeitung dafür. Der wurde fast gecancelt. Ja. Ja. Das war auf so einem Videodays oder so, ne? Genau. Aber auf irgendeinem Event. Das war bei den YouTube Awards. Geil. Ja. Mit Kollega und Klaas auf der Bühne. Geil. Da hat Kollega Der hat Schniesen von der Seite gerufen, Papa, darf ich mal meinen Schwanz zeigen? Hat Kollege gesagt, ja klar, komm her, mein Junge. Dann hat er so seinen Schwanz gezeigt und dann noch so ein Bier auf den Boden geworfen halt und dann hat Klaas gesagt, ah, du bist doch ein Arschloch oder Joko, ich weiß nicht. Ja, genau, Klaas fand es gar nicht witzig und dann hat er auch einen bösen Anruf von, ja. War der da? Der hat das moderiert. Ach, ich scheiß mich voll, ehrlich. Aber am nächsten Tag gingen dann die Streamingzahlen von denen wohl in die, hat sich gelohnt, durch die Decke, wie sagt man dazu? Und dann hat er gedacht, ja, hat sich schon gelohnt. Die sind viral gegangen, sagt man ja in unserer. Kann man so sagen, ne? Viral gegangen, genau. Geil. Ja, viele Klicks bekommen. Was ist euer viralster Hit momentan? Ist es 300? Ich glaube, wir haben noch nie einen viralen Hit gehabt. Was ist viral? Ich würde sagen, über 10 Millionen Streams? Ja. Nein. Würde ich schon sagen. Bei Spotify? Du bist zum Beispiel viral gegangen und, Digga, also dein Song kennt jeder und der hat jetzt 4 Millionen. Genau, das muss ja auch auf eine Zeitspanne rechnen. 10 Millionen angesetzt, ja. Okay. Also euch kennt man schon, safe. Ja, schon, aber nichts viral, glaube ich. Bei dir, das würde ich sagen, ist viral. Also Rasenschach ist viral. Unabhängig von Streamzahlen mäßig so? Nee, abhängig von Streamzahlen. Also. Klar, woran willst du sonst festmachen? Naja, weil dann ist, finde ich, auch Menas Moos schon überall. Also das ist ja fast jeder Song viral. Also jedenfalls in gewissen Bubbles so. Man hört das schon. Also ich habe sehr oft schon draußen Menas Moos gehört in Köln. Woran misst man das? Aber Köln ist ja auch geil. Hörern auf Spotify oder woran misst ein Musiker seinen Erfolg? Das habe ich mich schon immer gefragt. Also wenn ich jetzt Mucke machen würde, ich würde so bei Spotify gucken, wie viele hören das so im Monat. Ja, aber daran kannst du ja auch nicht messen, ob was viral ist. Bei uns ist das so, guck mal,
Viral ist ja in einem sehr kurzen Zeitraum extrem viele Views dann erfolgreich. Oder Klicks. Woran oder so. Guckt ihr, also ihr seid ja erfolgreich, woran messt ihr das? Schon Konzertbesucher. Ja. Oh, innen. Tatsächlich? Okay, krass. Würde ich schon sagen. Ja. Krass. Das sind ja die Leute, die wirklich aktiv sich dazu entscheiden, ich gehe dahin. Das ist, ja, das ist schon mal was ganz anderes, sich eine Karte zu kaufen, weit wohin zu fahren, da den Abend zu verbringen, dann wieder nach Hause zu fahren, eventuell für sich ein Hotel zu nehmen, als einfach in Anführungszeichen nur das Lied dreimal zu hören. Ja, am Tag. Stimmt schon, ja. Wie viel, also dann ist was aus euer most streamed Song at this time? Also von uns alleine ohne Features, 3 Uhr nachts, nehme ich mal an. Ja. Da wurde ich aber gefickt. Der Arschfick-Song. Da wurde ich gefickt. Wie viele habt ihr? Wie viele Arschfick-Songs? Nein. 9. Wie viele Listeners habt ihr auf eurem Streams, habt ihr auf eurem Song? Oh, das weiß ich. Da musst du jetzt mal nachschauen. Digga, ihr müsst hier nach versprechen, irgendeine sechsstellige Nummer. Guckt den 257. Ich habe das gevloggt, das Konzert. Nein. Und wir haben sogar gevloggt, wie euer Song spielt. Und wie meine Freundin uns drüber freuen. Das habe ich gesehen. Ja. Wir haben uns drüber gefreut, als 3 Uhr nachts lief. Ja. Wild, das ist 2 Jahre her. Digga, das habe ich gesehen und ich habe es vergessen. Jetzt fällt es mir ein, Alter. Ich glaube, ich habe es gesehen. Wir wurden von den 257-Jungs, wir mussten uns so in Feuerwehrskostüme anziehen. Du warst doch auch im Backstage. Ja, mit deiner Freundin. Ja, ich habe das Ganze gratis gesehen. Digga, jetzt erinnere ich mich auch, Alter. Und ihr habt gearschfickt, ja, echt. Fällt mir wieder ein. Nee, aber nicht in den Backstage. Ja. Nicht im Backstage gearscht. Wo dann? Boah, fuck, stimmt. Stimmt, das macht natürlich. Also, ihr habt gerade 611.000 monatliche Hörer innen und euer Most-Streamed-Song mit Feature ist Lifehack und Solo ist 3 Uhr nachts tatsächlich. Ja. Crazy, Alter. Boah, sind wir geil. Bier auch, crazy viele Streams. Ja, ist krass. Ist crazy. Aber bei 3 Uhr nachts ist halt leider dieser Feature drauf, der mir den Punkt gekostet hat bei Worldwide Wohnzimmer. Ja. DJ Arschloch-Ficker. DJ Arschloch-Ficker. Am besten fand ich DJ Sperma-Ficker. Macht er nicht Pornos? Macht DJ Arschloch-Ficker nicht auch Pornos? Vielleicht bald. Nur privat bisher. Okay, check. Bald vielleicht. Ja, schade, dass ihr das morgen nicht da seid in Berlin, weil wir haben Mahlzeit. Bei den Shows jetzt nicht Festival-Shows sind, haben wir noch so einen sehr, sehr geilen DJ-Arschloch-Ficker-Auftritt im Set. Okay. Ja, und das ist so das, was uns als Band immer am allermeisten Spaß macht, wenn am Schluss die DJ-Arschloch-Ficker-Zugabe kommt. Das ist aber sind DJ-Arschloch-Ficker und DJ-Sperma-Ficker die gleichen Personen oder sind das zwei verschiedene? Nee, die sind zwei verschiedene. Okay. Wer ist DJ Arschlochficker? Das ist halt DJ Arschlochficker. DJ Arschlochficker. Und wer ist DJ Spermaficker? Das ist DJ Spermaficker, so ein richtiger DJ, so ein Hip-Hop-Dude. Und DJ Arschlochficker ist so ein Atze aus so ein texanischer. Die heißen wirklich so? Ja. Ich dachte, das sind so Synonyme, also die. Bürgerlich im Ausweis, Bro. Das Nein, das sind nicht die bürgerlichen Namen, aber die heißen als Künstler Ach, wirklich. Digga, so. Das habe ich jetzt gecheckt. Ich dachte, das sind so Synonyme, die ihr euch ausdenkt für so einen Tag. Nein, Mann. Das heißt, ich könnte mich theoretisch, wenn ich jetzt Mucke machen würde, könnte ich mich DJ Muschificker nennen. Ich glaube, ja, das wäre erlaubt. Okay, geil. Das lass ich mir patentieren. Kannst dich nennen, wie du willst, Bro. Ja, aber vielleicht heißt ja schon jemand so, dann wäre es ja voll uncool, dann wäre ich so Trittbrettfahrer. Boah, hoffentlich heißt nicht schon jemand DJ Arschloch. Kannst dich auch Sido nennen, wenn du willst. Ja, aber dann lässt er mich töten wahrscheinlich. Ja, dann kriegst du eine Klage wahrscheinlich. Kannst dich auch Philo nennen. Ja, das ist scheiße. Dann bist du gefickt für dein Leben. Ja, gemeldet Markenrecht, Markenwortmarke oder wie das heißt an. Ja. Mach echt. Hab ich schon. Echt? Ja. Smart. Ja, das ist echt smart. Ja. Haben wir auch schon. Ja, haben wir auch schon gemacht, wäre ja dumm sonst. Ja, klar, klar haben wir das. Wir sind nicht blöd. Naja. Scheiße. Jana! Ja. Sofort machen. Markenrecht. Markenrecht anmelden. Ja, Mann, krank. Total geil, Mann. Keine Ahnung. Ich glaub, ey, Mann, ich lieb's hier im Podcast. Prost. Ey, das ist so geil asozial. Ich liebe diese Vibe. Ihr seid so auf einem Level mit uns. Das ist herrlich. Wir müssen uns endlich nicht mehr zurückhalten. Mhm. Nee, ist herrlich. Digga, bei Mauli, ihr müsst euch vorstellen, so Mauli war wirklich so, das war so der erste Deutschrapper, den ich gehört habe. Ich war so richtig nervös. Ich dachte, das wird so, und habe ich ihm auch gesagt, ich dachte, das wird so ein Never Meet Your Idols-Ding, weißt du? Ah. Und der hat mich die ganze Zeit verarscht. Ich habe das die ganze Zeit nicht gerafft. Ich habe mich so voll zurückgehalten die ganze Zeit, weil ich dachte, okay, wir machen das ja auf professional, so, einer auf den. Ja. Aber hier ist einfach richtig herrlich asozial und scheiße. Ja. Geil. So schön. Das aber ich fand die Folge mit Mauli auch sehr geil, habe ich auch gehört. Digga, ich wusste gar nicht, dass ihr aktiv so unser Podcast hört. Ja, ich höre das. Okay. Ich habe, sag ich mal, die letzten 15 Folgen oder so habe ich bestimmt gehört. Geil. Ja. Ey, es tut mir so leid, aber mir platzt gleich der Schwanz. Ja, ich komme mit. Ja. Geh kurz pissen. Okay, geil. Dann haben wir jetzt hier eine kleine Zweisam-Situation. Ey, das haben wir schon. Das ist so richtig Splash-Vibe. Einfach gar keinen Scheiß geben. Die Hälfte geht pissen. Ja, ist aber auch geil. Ist aber auch geil. Splash das Pissbecken voll. Ich splash das Pissbecken auch voll. Ey, ja, dann
Legendary Duo Talk mit Mad Fred. Sind wir eigentlich gerade live oder so? Wir sind nicht live. Nein, okay. Es kann alles geschnitten werden. Wenn ihr auch irgendwas raushaben wollt, sagt auch Bescheid. Vielleicht das mit dem Markenrecht. Ja, das wäre gut. Das machen wir raus. Genau. Auch nochmal so inside-technisch, weil mich das einfach auch interessiert und so mal HörerInnen interessiert, das auch bei Artists. So diese ganze, also die ganze Sache hinter diesen künstlerischen Sachen. Also ihr meint ja, oder ihr habt es ja jetzt so gesagt, dass ihr euch da viel, initial gar nicht viel gedacht habt, sondern es einfach gemacht habt und bei Rap dann bei Hip-Hop geblieben seid. Was ich mir so denke ist, wie gesagt, man hört immer wieder diese gleichen DJ Arschlochficker, DJ Spermaficker, ihr seid gefickt geworden. Dann ist dieses Wickenmüller, Wickhüler-Ding gekommen, einfach nur weil diese eine, ja, betrunkene Dame das irgendwie gesagt hat. Ja. Das ist alles einfach so organisch so passiert. Ihr habt gar keinen Fick gegeben, habt einfach gemacht. Das ist im Grunde genau wie wenn wir uns jetzt hier unterhalten und irgendjemand verspricht sich oder irgendwas passiert. Das ist, ja. Crazy. Und Kahn-Kiosk ist wirklich auch ein Platz gewesen, wo ihr einfach buhlt. Da chillt ihr einfach. Kahn-Kiosk war einfach der Kiosk in Frankfurt, wo wir halt einmal rumgehangen haben und uns getroffen haben, weil es so zentral zwischen den Wohnorten sozusagen war, wo wir in Frankfurt zu der Zeit gewohnt haben. Ja. Mittlerweile gibt es übrigens bestimmt 10 Kahn-Kiosks in Frankfurt. Wirklich? Ich glaube, das war der erste, oder täuscht mich da? Das war der allererste, der ist in der Fahrgasse in Frankfurt. Mhm. Und der Typ, dem der Kiosk gehört, der ist echt krass. Der kam, glaube ich, aus Indien oder Sri Lanka rüber, ohne alles. Ja. Hat diesen einen Kiosk aufgemacht, hinten Matratze, gepennt und so. Und jetzt hat er 10 Kiosks in ganz Frankfurt, ganze Gang um sich, die alle in diesen Kiosks arbeiten und macht, glaube ich, ganz gut Cash. Crazy, ja. Und wir kriegen immer gratis Bier, wenn wir da hingehen. Ah, das ist geil. Habt ihr mal mitbekommen, dass da Leute so hingepilgert sind, so Drachengame-mäßig? Ja, voll. Ja, voll. Wir kriegen auch ständig Nachrichten, welcher ist der Richtige, der Originale, den man in den Videos sieht. Da hängt auch ein großes Bild von uns drin. Und auch absurd. Da hängt wir haben sogar, drin? Ja, wir haben sogar schon mal überlegt, ob wir da den Pullis geben sollen, die da verkaufen können für uns. Auch geil. Ja, will er auch immer, aber ich denke mir dann so, Alter, nur für gratis Bier. Dann, ja, ich meine, da will ich lieber selber Pullis verkaufen. Ja. Ja, check ich. Ja, aber, so ja, geiler Laden. Also so ein Bounding-Ding, ja. Habt ihr schon mal Ärger bekommen? Irgendwas Böses, Offizielles aber so. Habt ihr mal richtig irgendwie Ärger bekommen oder irgendwie mal drüber nachgedacht? Wegen Musik? Ja, zum Beispiel. Deutsche Reichlied oder... Nein. Das checken die Leute schon. Die meisten, ja, auf jeden Fall. Nee, bisher nix. Ich glaube, die Leute raffen schon so, was abgeht. Ja. Hast du mal richtig Ärger bekommen? Also ich habe jetzt für, naja, nicht richtig, aber also von Rasenschach jetzt haben super viele Leute so TikToks gemacht, die das erstmal gefeiert haben und das Negative sticht dann oft mal raus. Also ich wurde schon kritisiert für die ersten Lines. Das ist ja normal. Ja, natürlich, das ist normal, klar. Aber bei mir ist das Positive, ich habe ja einen Stream, wo ich das immer alles erklären kann. Also ich habe ja eine Plattform, wo ich das auch relativ schnell erklären kann. Und die Leute, die ja beim Prozess auch dabei sind, was ja bei normalen MusikerInnen jetzt oder Leute, die es halt nicht öffentlich Musik machen, sondern halt im Studio und dann irgendwann droppt der Song, ist ja gar nicht möglich. Und trotzdem haben die Leute mir ans Bein pissen wollen und auch gewisse Magazine halt auch irgendwie. Also ich glaube, dass die Berliner Zeitschrift hat geschrieben, dass ich ein Anti-Veganer bin, obwohl ich ja vegan bin. Oh, die haben stupid, sich also Alter. Null gedickt mit mir. Ja, genau, das hat, was ich meine. Also die checken es halt nicht. So. Ja, oder Berliner Zeitschrift, ich weiß nicht genau. Ja. Aber und die suchen sich halt aus 10.000 Sätzen einen raus, den sie sich dann festnageln. Ja, voll. Ja, aber dumm, als offizielle Zeitung halt irgendwas zu schreiben, womit du dich im Vorhinein nicht beschäftigst. So, was ist bei dir ist es ja noch viel schwieriger als bei uns, weil du schreibst ja nicht alles vorher auf, was du releast. Du laberst ja drauf los. Null, und ja. Vielleicht, gut, wenn du live bist, geht das nicht. Wenn du sowas machst wie jetzt, dann kannst du es danach nochmal anhören. Ja, aber auch voll. Schwer, dann Sachen rauszuschneiden. Ja, aber im Endeffekt, ich glaube, wenn man so einen inneren Kompass hat, der von dem man überzeugt ist, wo man weiß, ey, das ist schon, das stimmt schon alles so. Dann kann man es machen, ja. So, dann kann man sich schon ein bisschen drauf verlassen. So. 99,9% kapieren es auch. Ja. Man darf halt wirklich nicht aufhören, sag ich mal so, sich mit dem Puls der Zeit zu beschäftigen. Ja. So, ne? Wenn du halt irgendwie hängen geblieben bist und sagst so, yo, ich mache jetzt einfach auf, weil ich es gerade lustig finde, sausexistischen Rap, der einfach zum Ziel hat, Hauptsache anecken zu, genau, dann ist es halt Quatsch. Ja, dann ist es auch dumm. Dann ist dieses Humor darf alles Edginess, was allen auf den Sack geht. Ja, genau, das ist halt nicht cool. Ja. So. Und dann, ja klar, dann musst du dich auch viel mehr darauf einstellen, dass Leute das nicht checken. Ja. Aber wenn du, ich meine, das spricht ja für sich so. Du hast ja super viele Leute, die deinen Kram halt feiern. Ja. Und so und das verstehen. Ja. Ja. Die größte Kritik an dem Song Rasenschach war, dass ich mit Regenbogenflaggen im Video Ja gut, dann ist es doch perfekt. Also die Vollidioten, die genau Vollidioten können es halt nicht hören.
Ja, ist doch perfekt. Ja. Die Kritik war, dass die im Video waren. Also die lauteste Kritik von rechten Vollidioten, ja. Das war jetzt keine offizielle Kritik, aber das waren so immer so, Kommentare waren most of the time so, ja, linkes Pack. Also aber jetzt nicht von Linken, dass du es irgendwie in den Dreck gezogen hättest. Es gab einen linken TikTok Account, Video, was auch immer, der gemeint hat, ja, man kann auch Infights führen und nur weil Philo auch links ist und die gleichen Ansichten wie ich habe, kann man trotzdem die Kunst kritisieren, was ja auch true ist so. Aber so auf eine Art und Weise, wo ich mir so denke, Bro, dann hat man es nicht verstanden. Ich meine, es kommt wirklich auch krass drauf an, was gerade irgendwie politisch passiert, dass man dann vielleicht auf gewisse Themen nicht die Lines macht, die nur provozieren, aber allgemeine Realsatire oder dieses irgendwie zur Schau stellen dieses Stereotyps von so einem deutschen besoffenen Fußballfan, der Frauen einfach so sieht, wie in dem Song dargestellt, finde ich jetzt persönlich halt nicht mit meiner Person identifizierbar. Die Leute checken das entweder nicht, oder beziehungsweise der Typ hat das nicht gecheckt, aber das fuckt mich immer ab. Ich hasse das. Ja, aber da kannst du nichts gegen machen, Alter. Das ist immer so. Und das ist gerade, ich meine, gerade auch linke Szene, es gibt so ultra viele verschiedene Ansichten, ab wo was anfängt, nicht mehr korrekt zu sein. Voll, voll. So, dass wir als Linke uns ja auch da andauernd selbst Steine in den Weg legen und so. Ja. Oder uns nicht einig werden können. Und da kannst du nichts gegen machen. Das ist ja, was ich dir geschrieben habe, so, Alter. Du kannst. Es gibt. Ja. Es ist völlig unrealistisch, dass du irgendwas machst und dass das alle gut finden. Ja, klar. Natürlich. Und wenn das was ist, was alle gut finden, dann wird es höchstwahrscheinlich sehr lame und scheiße sein. Safe, 100 Pro. Also, ich bin ja froh, dass es die meisten Leute scheiße finden, die halt rechts sind oder Deutschlandflagge als Profilbild haben oder. Ja. Weiß ich nicht, ja, safe. Also, ist schon. Ich habe mich nur gefragt, ob ihr da auch irgendwie so Erfahrungen mitgemacht habt, dass ihr da so irgendwie laute Stimmen gehört habt. Nein, vielleicht weniger, aber so. Null. Bisher nicht, aber. Durch alles, was so die letzten Jahre passiert, achtet man natürlich ein bisschen mehr drauf. Ja, und das finde ich auch gut so. Es fühlt sich für mich auch gut an. So. Ihr werdet ja auch älter so, ne? Ja. Und mit stetigem Erfolg und so. Und oh, fuck, vielleicht kann man da noch spielen und vielleicht steht einem das im Weg. Nee, das ist auch gar nicht so das Ding, dass ich irgendwie so dieses Geschäftskalkül dahinter sehe, sondern voll, es geht auch mir einfach um mich persönlich. Ja, ich will mich auch damit wohlfühlen, weißt du? Und das ist genau, was du sagst. Ich entwickle mich ja auch. So das, was, wie du uns kennengelernt hast, 2017 oder sowas, das sind 1000 Sachen, die ich nicht mehr so machen würde. Ja. Und jetzt gar nicht, weil ich denke, das will man mir verbieten und dann findet man mich scheiße, sondern weil ich das selber, weil ich selber mein Setting auch ändere und drüber nachdenke, ey, vielleicht sind manche Sachen auch gar nicht so lustig. Ja, wie man sie fand. Genau, wie man sie fand, als man halt noch, keine Ahnung, das ist halt das 6, 7 Jahre jünger war. So. Und da muss man halt den Leuten, die da die Kunst machen, halt auch irgendwie ein bisschen den Space lassen, sich zu entwickeln. Ne? Voll. Das ist so. Manchmal hat gewisser Humor einfach auch so eine gewisse Zeit. Ja. Wenn man jetzt heute einen Joke macht, dann heißt das nicht, dass der in 3 Jahren noch witzig ist. Und das ist auch gut. Ich finde, das ist auch gut. Das ist okay vor allem. Es ist voll. Aber es darf dann auch erlaubt sein. Man darf die Leute jetzt nicht auf irgendwelche Sachen von vor 10 Jahren festnageln und die dann versuchen zu canceln. Darf man schon, aber es ist halt ein bisschen wack. Ja, klar. So. Es macht halt keinen Sinn. Aber das ist ja das Geile an dieser Kunstsache generell, ne? Dass Leute halt irgendwie auch mit der Kunst wachsen und so. Wie es bei euch auch ist. Ja, aber voll. Das, was du gesagt hast, ist ja so, ne? Viele Leute, Bro, was da für Worte teilweise noch gedroppt worden sind oder so. Ich habe zum Beispiel ein bisschen gezuckt, jetzt auch bei unserem Song. Nee, war das bei unserem Song? Wurde da das Wort Spast gedroppt? Ja, handysüchtige, faule Spasten. Als wir im Auto gedroppt, da habe ich irgendwie kurz überlegt, ja, fuck, ne? Aber in dem Kontext habe ich dann auch wieder überlegt, ja, Digga, das ist ja auch, man würde ja jetzt niemanden mit Spast beleidigen und das ist eigentlich auch aus dem Wortschatz raus, sogar behindert. Bro, du, Digga, wie behindert ist das? Das ist ja auch Quatsch, so zu reden. Ja, safe. Bro, du musst dir vorstellen, vor... oder keine Ahnung, 8 bis 10 Jahren hat jeder weiße deutsche VBT-Rapper in jedem Track die N-Bomb gedroppt. Das war so wie eine Ad-Lib. Ja, es hat keinen gebockt. Es war krass, so heutzutage, also zum Glück, man macht es nicht mehr. So, die Leute haben das gecheckt, weitestgehend. Ja. Es gibt noch ein paar Ausnahmen. Ja, aber Digga, das ist aber das war halt damals einfach eine andere Zeit. So. Da wurde sich halt über sowas noch nicht so Gedanken gemacht. So. Und jetzt halt, ja, safe. Da war halt das, was wir gerade hatten. So dieses, ey, ich will um jeden Preis provozieren. Ja. Und das ist mein Stilmittel, dass ich provokant bin. Ne? Und jetzt ist es auch einfach älter und auch einfach ruhiger und reflektierter. Du hast auch einen anderen Anspruch an Humor einfach. Wenn ich zurückdenke, vor 10 Jahren, was hatten wir da, 2014, Digga, ich war der größte edgy Wichser der Welt. Ja, same. Ich war so, haha, 11. September-Jokes und so, ne? Das ist sowas, wo ich mir denke, Bruder, ja, also, cringe, so, weißt ja, du? Ja, wenn die sehr gut sind, dann kann man schon Pointe machen. So. Ja, es müssen halt gute Gags sein, weißt du? Eine Pointe haben, so, aber einfach dieses so, ey, ich will jetzt einfach edgy sein und provozieren, fühle ich nicht mehr. Maxim hat es mal in einem Interview ganz geil gesagt. Er hat gesagt, ey, der Gag muss
also wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, aber der Gag muss so gut sein, dass er die Edginess halt rechtfertigt, ja. Dass man checkt, so, ey, es ist klar, das ist ein Gag und der ist gut und da steckt was dahinter, so, das ist nicht meine Meinung. Und ich mach das jetzt nicht nur, um euch zu verletzen oder sonst was. Um Edgy zu genau. Genau. Und der 11. September war ja auch eine schlimme Sache. Ja. Da sind viele Menschen gestorben. Ja. Deswegen macht man da keine Witze. Nee. Es sind sehr viele Leute gestorben. Ja. Rest in peace. Bei der Explosion. Ja. Bei der Sprengung. Ja. Von George Bush. Es waren sehr viele Leute. Was? Bei der Sprengung sind sehr viele Leute gestorben, ja. Das ist. Scheiße. Krank. Ja. Haben sie gut gemacht, aber irgendwie also ist nie rausgekommen. Ja. Also viele wissen es jetzt nicht, ne? Aber einige schon. Die wissen, die wissen halt. Und so, das Splash war das Festival! So, Splash! Seid ihr gut drauf, oder was? Machen wir Moshpit. Könnt ihr einmal leer machen, sodass es nicht so allzu cringe ist? Splash! Ey! Gut. Dann würde ich sagen... Das ist doch mein Bier. Ja, klar. Das kommt jetzt mal herbei. Ich war noch nie in der Podcast-Folge so besoffen. Geil. Ehrlich, mach mir Spaß. Ey, bevor ihr könnt uns gerne wieder einladen. Festivalstimmung geraten. Geil. Bevor wir hier reingehen ins Splash-Thema, zu euch beiden, als verschiedene Personen auch vielleicht. Der eine hat, du hast nicht so viel mit dieser ganzen YouTube-Stream-Bubble zu tun, du guckst da nicht viel von. Ja, das stimmt. Du ein bisschen ab und zu mal ein paar Podcasts, ein paar Videos und so. Ja, aber genau. Ihr habt mich neugierig gemacht jetzt. Ah, geil. Und du hast es gerade so richtig beschämt gesagt. Das wusste ich nicht für schämen. Nein, ich schäme mich nicht. Ich schäme mich nicht. Wenn man reinkommen will. Ja, aber du hast dafür einen kleinen Twitter-Grind. Du dafür nicht, ne? Genau. Twitter macht alles eher. So. Genau. Gibt es Menasmos konglomeratmäßig ein so Traum-Feature? Oder irgendwas, wo ihr, nicht Traum-Feature unbedingt, aber so, da hättet ihr Bock mit zu worken, so. Mein Traum-Feature war Philo. Ja. Und nein, ich glaube, wir haben... Den hat so wahr gemacht. Nein, ich glaube, wir haben schon so die wir am nicesten finden, haben wir schon. Geil. Würde ich sagen jetzt, oder? Also meine Traumfeatures waren eigentlich immer Moneyboy, KZ und Karate Andy, weil das, boah, so die cool, das waren so die coolsten, so, die ich auch selbst gehört habe und mit denen haben wir allen schon Songs gemacht. Also eigentlich können wir aufhören. Okay, also ihr habt jetzt nicht noch was vor, wo ihr sagt, das ist... Obwohl, warte, wir haben jetzt eine große Plattform, ne? Wir könnten jetzt was sagen, ja, und dann springt vielleicht jemand drauf an. Vielleicht. Shirin David. Boah, das wäre crazy. Geil. Das wäre wirklich crazy. Das wäre krank. Oder Sexy Red. Boah, Sexy, das wäre auch krank. Ja. Ja. Katja Krasavitsch, wäre das auch so ein Ding? Nee, nicht. Gibt's so. Gibt es mit Doggy in Verbindung? Nee, finde ich nicht so. Das, nee. Einen von den neuen? Aber auch jetzt, Gibt's mir Doggy ist ein Hit. Ja, ist ein Banger. So, ist krass. Ja. Doggy aber ist wirklich Hit, ja. Macht die noch Mucke? Ich habe weiß ich von nicht, Bro. Mehr gehört. Weiß ich du nicht. Müsstest doch jetzt eigentlich Chiago sagen. Stimmt, Chiago-Feature hätte ich wirklich gerne, ja. Chiago-Feature? Ja, ich feiere Chiago sehr, auf jeden Fall. Aber es gibt viele, die ich feiere, aber wo ich jetzt nicht sage, boah, will ich unbedingt ein Feature haben. Mhm. Ich würde schon sagen, so die mir wirklich, wo ich wirklich dachte, so, okay, das wäre ein richtig geiles Feature, haben wir schon. Aber es gibt schon ein paar, wo ich sagen würde, ja, das wäre bestimmt ein geiler Song. Mhm. Geil. Ja. Auf unserem neuen Album, was im September rauskommt, haben wir ein... Boah, das ist ein krankes Feature. Ein einziges Feature drauf. Es kommt nicht aus dem Rap-Bereich, aber es also wird einige... Einige erstaunen. Du musst nicht ganz spoilern, wir sagen es euch ohne Mikro. Ohne Mikro, okay. Die ersten drei Buchstaben. Nee. A, B, C. Sag 2030, fuck. Nee, Okay, geil, ja. Okay, können wir mitleben. F-I-L. F-I-L? Nein, aber wir sagen euch später. Weil das okay, ist geil. Das ist wirklich ein krasses Feature. Geil. Superstar. Ja, das ist echt ein Superstar. Sehr, sehr, sehr bekannt. Sehr gut. Legende. Songs. Eine Legende. Kauft das Album. Hörer hat er? Das weiß ich nicht auswendig. Milliarden. Okay, ey, wir sind gespannt nach der Aufnahme. Ich bin echt gespannt darauf. Dann lass uns zum Splash kommen. Zum Splash-Thema. Let's go, wir gehen zum Splash. Im Allgemeinen, wir sitzen jetzt hier gerade in eurem eigenen Backstage-Bereich. Im Backstage von der Beach und Mainstage. Und ihr seid in, ja, nicht mal 2 Stunden dran, ne? Ihr seid auf der verfickten Beach-Stage. Und es werden sehr viele Leute kommen. Und ich hab euch hoffentlich, vorhin, Bro. Ich hab vorhin schon gefragt, ob ihr aufgeregt seid, weil ich darf mit euch einen Song performen. Unser Song, Lieber Gott, checkt den und hört den auf jeden Fall auch auf Spotify, damit wir Geld verdienen. Aber ihr seid, ich hab euch gefragt und ich nehme euch mal vor. Ihr heißt Philo. Ach du, ne? seid ihr aufgeregt? Oder wirklich nicht? Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es, das habe ich dir vorhin schon gesagt, das erste Mal eigentlich ist in unserem Leben, dass wir von einem puren Hip-Hop-Publikum spielen. Und wir haben ja auch so ein paar Songs, die wir mit so rockmäßiger spielen, mit Gitarre, Bass, Schlagzeug. Ja. Und ja, bin ich mal gespannt, also wie das angenommen wohl, wird. Aber da. Aber ich finde diesen Unterschied so krass. Ich habe es eben schon gesagt.
wenn ich jetzt so zu Hause an meinem PC sitze, ich könnte vor 30.000 Leuten streamen, es wäre mir scheißegal. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, ey, komm mit auf die Bühne, mach Adlibs, ich würde es nicht machen, ich würde mir in die Hose scheißen. Und ihr sitzt hier so entspannt, ich hätte Durchfall, seine Urgroßmutter, so viele Feuchttücher kann ich mir gar nicht in den Arsch stecken. Ey, ich hätte so Angst, wenn da 10 Leute vor der Bühne stehen. Digga, ich musste letztes Jahr auf der Gamescom so eine, Digga, das war schlimm, das war Pressetag, ich musste so Sache ins Publikum werben vor 50 Leuten, so tun, als hätte ich gute Laune. Das war für mich schon schrecklich. Digga, und ihr tretet hier vor hunderten Leuten auf. Digga, du performst tausende, hier heute. Das sind Tausende bei ja, MM. Das ist geistkrank. Könnte ich nicht. Also, du hast ja sogar gefragt, komm, willst du mit auf die Bühne? Wollen wir irgendwie, wir haben ja auch Songs zusammen gemacht, wollen wir irgendwas machen? Ich kann das nicht. Das ist, ey, da sage ich, Schuster, bleib bei deinem Leisten, Digga. Ich bleib in meinem verschissenen Kinderzimmer und stream da irgendeine Scheiße. Das ist nichts. Das ist nicht mein Problem. Ey, das ist aber, glaube ich, nur Gewohnheit. Weil wir spielen ja schon wirklich lange live. So. Ja, ihr sitzt hier ja so entspannt, Digga. Ihr sitzt aber so ich bin jetzt aufgeregter, als ich gleich auf der Bühne sein werde. Wirklich? Ja, 100%. Ja. Weil das ist jetzt genau, wir machen halt jetzt gerade was wir nicht gewohnt sind. Ja. Und du machst gleich was umgekehrt. Und so entsteht die Aufregung. Ja. Er ist der Star des Abends. Wie geht's dir, Junge? Bin ich nicht. Also wir reden jetzt nicht, mit Star des Abends meinen wir nicht eure Stage. Ne? Also, das allgemein, aber ich finde das einfach krass, Bro. Man kann es ja auch einfach sagen. Genau, ja. Wir haben vor 3 Jahren aus dem Dachboden angefangen. Du hast einmal bei Veri mitgemacht. Also die Jungs, ihr macht es ja schon lange, ihr seid ja geübt so in dem, was ihr macht. Aber du stehst heute auf einem fucking Splash auf 2 Bühnen und performst da. Digga, das ist geistkrank. Wie geht's hier? Erzähl mal, beschreib mal deine Gefühle. Also ich wollte mir das von euch ja anhören, ne? Weil ihr gemeint habt, ihr steht heute das erste Mal vor richtigem Only-Hip-Hop-Publikum. Das Ding ist, bei einer eigenen Show, bei einer eigenen Tour hat man ja das Wissen, da kommen wirklich nur Leute, ja, die mit einem ficken so. Da kommen wirklich nur Leute, die hören das und denen ist egal, ob ihr euch versprecht oder ob ihr kotzt. Es ist alles egal. Hier sind safe auch Leute, die... Was ist denn das? Das gucke ich mir mal an. Erstmal Splash? Also seid ihr... Wart ihr sonst nur vor eurer Crowd? Nein, wir haben schon Festivals gespielt. Bei der eigenen Tour ist es immer ein sehr sicheres Ding, weil du weißt, jeder Einzelne, der vor dir steht, hat nur für dich eine Karte gekauft und kennt deine Musik und findet die geil. Bei Festivals ist es immer ein bisschen schwierig, weil es ist immer jemand dabei, der irgendwie angepisst guckt an der Seite oder sich umdreht und... Aber gar nicht interessiert ist. Pre-Act, wenn ihr zum Beispiel bei 257er seid, ihr seid da Pre-Act oder wie das heißt. Das ist auch so. Ja? Ja. Das ist sogar, würde ich sagen, noch minimal schwieriger. Wenn man da überzeugen will, so ein bisschen. Ich weiß gar nicht warum. Das ist jetzt nur irgendwie, wenn ich zurückdenke an die Support-Shows, die wir gespielt haben, in der Vergangenheit, das ist wirklich so ein bisschen, du weißt auch, du hast nicht das ganze Licht, du hast nur ein bisschen kleineren Teil auch von der Bühne, wobei bei den 257ers war es nicht so, da durften wir die ganze Bühne mitbenutzen und so. Und irgendwie, das war schon eine gute Party, das war schon immer nicht schlecht, aber im Vergleich zu so den anderen Shows, die wir so selber haben, ist es immer ein bisschen abgestunken, logischerweise. Und bei Festivals ist es halt immer, da steckst du halt einfach nicht drin. Ja. So wie das erste Festival, verrückterweise, was wir gespielt haben, war Rock am Ring. Ja, und geil, und das war komplett irre. Also das war crazy krass. Da waren so viele Leute, ey, so weit konnte ich nicht gucken. So, da hätte ich nie mit gerechnet. Wart ihr da aufgeregt? Ja, safe. Ja, etwas. Schon etwas. Schon. Da war ich schon aufgeregt. Ich bin auch jetzt aufgeregt. So. Mhm. Aber es ist halt nicht so, dass ich irgendwie so das so geisteskrankes keine Flimmern habe. Ja. Nee, es ist einfach so, ich habe den ganzen Tag über so eine Müdigkeit ist bei mir. Und mir fällt schwer, irgendwie zu essen und sowas. Ihr habt den Vorteil, wenn ihr streamt zum Beispiel, ihr seht dann die Anzahl von Leuten, die zuschauen, sagen mal 10.000. Und wenn es davon vielleicht 300 richtig scheiße finden, dann sind die da, aber ihr seht denen nicht ins Gesicht und die gucken euch nicht an und ihr seht, wie die Augen verdrehen und sowas. Ja. Und wenn man live spielt, sieht man das halt leider. Ja. Aber habt ihr es schon mal gehabt, dass ihr, das stelle ich mir zum Beispiel auch schlimm vor, weil ich bin so jemand, ich lasse mich schnell von sowas, glaube ich, ins Straucheln bringen oder würde ich so. Ich habe zum Beispiel, wenn ich stream so, wenn man das so irgendwie vergleichen kann, wenn ich da eine Nachricht habe, die mich dann schon irgendwie so trifft, dann, glaube ich, merkt man das schon in den ersten Minuten so in der Stimmung und dann scheiße ich einfach drauf. Ich habe diese Comments, die ihr live mitverfolgt. Genau, ja. Und da ist halt, wenn du über irgendein Thema redest und der Chat stimmt dir halt nicht zu und dann überdenkst du auf einmal deine eigene Ansicht und willst auf die Leute eingehen, dann merke ich dann schon, okay, ich laber gerade scheiße. Ja. Weil 3000 Leute gucken gerade zu und 3000 Leute sagen, Bruder, du laberst scheiße. Das ist wichtig, dass die Leute nicht blind hinterher labern so. Aber einfach so, das ist halt so der einzige Vergleich, den wir Streamer so haben. Und bei euch ist das halt, ihr seid auf der Bühne, ihr performt eure Kunst, eure Songs, so, und dann stehen da wirklich so ein paar Leute und rollen die Augen so. Fällt euch das dann auf und macht das was mit euch? Oder versucht ihr das einfach zu überspielen, zieht einfach eure Show durch und labert danach dann danach? Oder labert danach dann darüber?
Es ist ja, wir haben ja diese kleinen Passagen zwischen den Songs, wo wir irgendwie moderieren zum Beispiel, ne? Ja. Wo das praktisch in Ansätzen vergleichbar ist mit dem, was ihr im Stream macht, nämlich einfach frei sprechen und so, ne? Ja. Ansonsten haben wir Songs, die wir geschrieben haben, die wir etliche Male irgendwie performt haben und so, was soll da, da kann jetzt nicht viel schief gehen, außer dass ich einen Text verchecke oder sowas. Da kann diese Situation jetzt nicht passieren, so dass mich dann so direkt konfrontativ jemand in Frage stellt und auf irgendwas anspricht. Da macht das, spule ich halt ab, so, weißt du? Ja, ihr müsst es ja trotzdem aber irgendwie handeln. Ich habe das zum Beispiel beim letzten Mauli-Konzert gesehen und ich finde, Mauli zum Beispiel geht da richtig geil mit um. So, da gab es dann auch mal irgendwie, da war ein Autotune-Key falsch oder da war irgendwie technisch hatte irgendwas nicht geklappt. Und das, ich finde, und das ist auch so meine Art, irgendwie mit so unangenehmen Fauxpas umzugehen, der spricht das direkt an und macht da dann so, that's the charm. So. Der macht da so sein Ding dann irgendwie draus. Und das finde ich geil. Wie würdet ihr es machen, wenn ihr tretet jetzt hier auf, Digga, keine Ahnung, irgendein Mikro fällt aus. Es war bei Rock am Ring, war das tatsächlich genauso. Das einfach, die Mikros sind nicht gegangen. Beide unsere Mikros. Und wir haben halt einfach getwerkt. So, dann. Ja, guck mal, geil. Aber mit Song oder von Anfang an? Mit Song irgendwann oder einfach... Wann direkt erster Song geht los, so. Die ging nicht. Und unsere Mikros das waren ist auch. Geil. Ihr stellt euch da hin und twerkt eure fucking Bitch-Asses. Das ist doch geil. So, und dann ist Stimmung ist locker und danach läuft der Rest. Stimmung war gut, so irgendwann ging auch anfangen zu heulen. Ja. Auf einmal Mikros geht, ihr heult einfach. Das ist doch scheiße. Ja. Nein, ihr geht da geil mit um. Wäre auch geil. Heulen wäre auch sick. Aber kann ich nicht auf Kommando so. Sonst hätte ich geheult. Ich weiß schon, da sind wir schon von der Bühne gegangen, waren beide so ein bisschen, oh, scheiße. Ja, verhauen. Ja, ich war krank abgefuckt. Aber im Nachhinein war es gar nicht so schlimm. Ja. War ja dann wahrscheinlich die Stimmung danach war erstmal so ein Down. Ja? Ja, weil die Technik halt, du denkst halt monatelang an diesen Auftritt, Rock am Ring und viele Leute im Fernsehen oder Internet, wo auch immer, wurde alles gefilmt und so, wie heute ja auch. Und dann funktioniert gar nichts halt einfach. Ja, das war schon krank. Das hat mich mies abgefuckt. Aber so wütend so. Ich war einfach wütend, dass das nicht funktioniert hat. Aber trotzdem war die Show krank. Also das war trotzdem... Geil. Ich hab fast gekotzt. Nee, alles gut. Okay. Holy shit. Ja, Mann. Krank. Ja, und jetzt erzähl mal, Alter. Wir performen gleich. Wir rasten gleich aus. Wir sind jetzt hier auch fast... Wir haben jetzt auch fast die Stunde hier voll, glaub, oder? Ja, 10 Minuten haben wir. Ja, 10 Minütchen. Ihr könnt euch schon mal überlegen, ganz kurz. Ja. Wir machen immer am Ende der Folge... Boah, du hast mich fast das Ding deepthroaten lassen. Wir machen immer am Ende der Folge den Shoutout der Woche. Nur, dass ihr schon mal, machen wir in 10 Minuten. Oder den Anti-Shoutout der Woche. Genau. Entweder irgendwas, was ihr richtig geil findet. So, es können irgendwelche kleinen Gadgets, die euch im Leben einfach voranbringen, die euch gefallen. Oder irgendwas, was ihr richtig scheiße findet. Kann auch eine Person sein. Also Shoutout oder Anti-Shoutout. Genau. Shoutout oder Anti-Shoutout der Woche. Genau, was euch diese Woche tangiert hat oder, okay. nicht. Oder geholfen hat. Okay. Ja, Mann. Ey, keine Ahnung. Also ich muss sagen, ich bin crazy dankbar, dass ich das mit euch und bei euch machen darf. Das ist wirklich ultra geil. Gerne, Mann. Ich bin stolz auf dich vor allem, Digga. Ja, voll, Bro. Ja, das stimmt. Das stimmt. Jetzt gerade ist geil. Ich fick gerade mit allem irgendwie, was so passiert. Ich find's geil. Aber ich muss natürlich auch sagen, ich gehe dem sehr ehrfürchtig entgegen. Ne? Weil ich habe die größte Angst, die ich habe, ist so ausgebuht zu werden. Nein, so mäßig Bro, so, kenn Angst, deinen Platz, Streamer. Ne? Nein, Bro. Da passiert gar nichts. Das wird einfach nur krass. Ja. Wirklich. So, und ich muss auch nochmal sagen, so, wir haben ja auch, als wir in Köln waren, haben wir auch kurz drüber geredet. Ja. So, wo ich leider schon wirklich für echt so besoffen war, dass ich eigentlich meine Gedanken gar nicht mehr so richtig formulieren konnte. Das hat mich auch dick genervt. So. By that time. Genau. Und das war so nervig, Alter. Wir haben da gesessen und dann wurde es interessant. So. Da hast du gelabert so von wegen, ey Mann, ich weiß nicht, wie ich das mit Musik machen soll und dann kriege ich das nicht unter einen Hut. Das ist ja eh so ein Ding, glaube ich, was alle Streamer haben. Die haben Schiss, nicht genug zu streamen. Ja. So dieses, ey, ich muss mich diesem Publikum jeden Tag aussetzen, sonst geht mein Geschäft kaputt. Mhm. Und dann, was weiß ich, das kennt man wahrscheinlich. Ja. Und dann, wie passt da Musik rein? Und im Endeffekt hast du es dir zwei Wochen später einfach komplett selbst beantwortet. So. Ja. Im Endeffekt ist, dass du Musik machen kannst Streamer bist, ist ja deine Geheimwaffe. Ja. Weil das macht sonst kein Streamer. So, du könntest so, also ich meine, ich, wie gesagt, ich habe ja keinen Plan, aber ich stelle mir das so vor, Alter, Bro, du kannst auch einfach auf Tour gehen, dann sitzt du halt in so einem Backstage und machst halt eine Stunde oder zwei Stream, gehst was essen, gehst auf die Bühne, was geht ab, so, das ist doch geisteskrank. Ja. So, also kannst noch nicht so wirklich begreifen und beschreiben, weil eure Stage, die ich heute Feature spiele, ist ja die größte, auf der ich überhaupt jemals stand, und nach der Beach Stage gehe ich zur Green Stage. Wir können ja vielleicht schon mal sagen, dass du auch bald in Köln auf der Bühne stehen wirst. Ja, stimmt. Wird auch eine sehr große, das wird, glaube ich, größer als diese Bühne Noch sein. Eine größere Bühne als heute. Südbrücke im Juli.
genau. Philo Vorband für kommst auch Menasmus. Das ist crazy. Ja. Aber wir spielen auch lieber Gott. Geil, ja. Es gibt noch Tickets. Wir spielen den Arschfix. Wenn du und deine Freundin kommen, spielen. Es gibt noch Tickets. Das Konzert ist am 26. Juli, gell? Das ist Südbrücke. Ende Juli auf jeden Fall. Ich glaube 26. sogar. Südbrücke Köln. Kommt dahin, es gibt Tickets. War richtig? Geil. Kommt dahin, ich bin da auch. Menasmus ist da, es wird übergeil. Album im September, habt ihr schon gesagt. Yes. Auch unbedingt abchecken. Aber darf ich beim Arschfix-Song die Adlibs machen? Wenn du die übst vorher, wir können mal. Wenn, ja. Okay! Ja, das ist 3 Uhr nachts. Mama, mach dir auch so Skü-Skü? Skü-Skü? Nicht beim Arschfix-Song. Hua! Du kannst einfach Arschloch zeigen. Ja, das kannst du machen. Okay, geil. Wir geben dem Mikro, was nicht an ist. Ey, keine Ahnung, ich bin gespannt. Wie so der kleine Bruder, der so mit so einem ausgeschalteten Controller. Genau. At this point habe ich auch einfach nur noch Bock gerade. Ja, es wird so geil, Mann. Bock, es wird nice, also, Bro. Wieder hin, darauf abzureißen, Digga. Ja, ich meine, was kann passieren? Ich kotze mich voll, ich verliere meine Stimme und dann macht ihr das. Dann backt ihr den Scheiß ab und ich twerke dann oder Scheiße. Nein, du wirst merken, Alter, das wird vorher sehr aufregend und dann, wenn es losgeht, geht es richtig ab. Mm. Dann macht es richtig Bock. Mm. Dann hüpfen wir da rum. Ey, wie machen wir das denn? Machen Hip-Hop-Bewegung. Stehe ich da schon oder was? Und dann seid ihr. Nein, wir machen es so: Wir spielen unseren letzten Song aus dem Bandset, wo wir als Band spielen. Und dann kommen unsere Bühnenmenschen und helfen da so, die Sachen zur Seite zu schieben. Und dann machen wir eine Anmoderation. Die geht so. Streamer, kenn deinen Platz. Ja, komm nicht rauf. Genau. Na, hast du Schiss? Fotze? Ja. Du Opfer, du. Nein, wir moderieren alle. Genau, wir moderieren dich an. Und dann am besten, also meiner Vorstellung, wenn der Beat reinkommt, dann sprintst du einfach auf die Bühne. Okay. Nicht vorher, weil dann hat man diesen komischen Moment so. Und hier ist Philo und dann stehen wir und dann Überscheiße. So. Dann wollen wir jetzt spielen? Das dürfen wir auf keinen Fall machen. Hallo, ja. Wollen wir jetzt loslegen? Ja, genau, nee. Das machen wir nicht. Du wartest einfach bis so. Und dann rennst du auf die Bühne und dann machen wir schon richtig. Die erste Hook müssen wir alle reingrölen. Ja, safe. Ah, Mann. Geil. Digga, krank, Alter, ja. Holy shit. Das wird episch. Digga. Das wird. Fuck. Bevor wir kurz ins Shoutout gleich gehen, eine Frage. Weil das habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt. Woran misst ein Musiker seinen aktuellen Erfolgsgrad? Weil zum Beispiel, wenn ich das jetzt mit Stream vergleiche, was denn? Hast du das nicht schon gefragt? Nein, nicht. Wir hatten Viralität. Ach so. Sondern so über langen Zeitraum, du machst es seit 4-5 Jahren, also guckt man dann einfach, wie hat der und, das wollte ich schon immer mal fragen, ich habe es nie gemacht, wie performt der und der Song oder woran misst man das? Weil bei uns ist das halt so, wir gucken halt, okay, wie performt der Stream? Du hast halt direkt Feedback, weißt du? Du siehst, wie viele Leute gucken das gerade. Dann hast du den nächsten Stream am nächsten Tag, wenn der beschissener ist, dann ist es so eine Downwards-Spirale. Wie ist das bei euch Musikern? Weil ihr habt ja nicht dieses direkte Feedback. Ihr released nicht so oft, wie wir halt zum Beispiel im Jahr streamen. Wo ist da das Feedback? Das würde mich for real interessieren. Also woran macht man das fest, wie erfolgreich man gerade ist und wie gut die Musik, die man gerade macht, weil man sich auch weiterentwickelt, wie die ankommt? Hey, wie gesagt, das ist, ich würde sagen, das ist so die Summe aus allem einfach. Das sind Streams, halt auch auf YouTube, Spotify, die ganzen Streaming-Plattformen und halt Ticketverkäufe. Wenn du merkst, so wir also haben. Das wirklich das Ding, wir haben letztes Jahr zum Beispiel haben wir 2 Touren gespielt und eine Festivalsaison und beide Touren waren ausverkauft. Okay. Das hat uns. Und wir waren wirklich nicht so confident. Wir haben die erste Tour gespielt und dachten so, boah, Alter, das sind schon große Hallen so. Meinte, es geht. Unsere Tourmanagerin hat direkt gesagt, ja, das wird schon klappen. Und dann haben wir noch eine Tour am Jahresende gehabt. Das war echt 2 Touren in einem Jahr. Ja, geht schon, hat funktioniert. Und jetzt haben wir im Februar nächste Tour, da wird es halt wieder sich zeigen. Da sind die Hallen halt wieder größer und da müssen wir halt schauen. So, ne? Das ist so wie dann halt einen neuen Stream starten, wo man einmal gucken mal, wie es heute ist. So, ne? Absurd, ja. Ich glaube, also Erfolg oder so dieses Konstante misst man halt damit, wie lange man davon steady leben kann. Dass man damit einfach leben kann. Ne? Aber du hast halt nicht dieses Instant-Feedback. So, weißt du, ich glaube, das würde mich verrückt machen. Dass man nicht so. Ja. Man sieht ja nicht so, okay, das kam jetzt geil an. Oder ja, vor allem nicht, während man daran arbeitet, ne? Genau. Du hast halt nur dieses fertige Produkt, zum Beispiel ein Album, wo du halt ein Jahr dran sitzt oder so. Und dann du haust es raus und dann siehst du, ist kacke. Digga, das wird mich ficken. Das wird mich geil, Mann. Ficken. Ey, aber auf jeden Fall euch mit der Musik Erfolg, ne? Ganz viel Erfolg, viel Glück. Danke, Mann. Ey, Dankeschön. Im September kommt das Album. Tickets sind noch da. Am 26. Juli, Südbrücke Köln, bin ich auch am Start. An meine KölnerInnen, Atzinnen, kommt da hin. Und jetzt Shoutout oder Anti-Shoutout der Woche. Du fängst an. Okay, mein Shoutout der Woche geht an den Podcast 2 Vermengte. Boah, krass. Von. Hey!
Was für ein Wahnsinns-Podcast. Ihr müsst ihn alle hören. Ihr müsst diese 5-Sterne-Bewertung machen, folgen. Richtig, und natürlich müssen sich unbedingt auch Sponsoren melden, weil... Weil wenn dieser Podcast aufhört, dann werde ich von der Südbrücke springen. In Köln. In-game, in Minecraft, ja. Bei dir. Boah, ich habe die letzte Woche wirklich nicht viel erlebt, weil ich nur im Urlaub war und am Strand lag und im Whirlpool saß. Das ist ein gutes Shoutout. Mein Shoutout der Woche geht an Strände. Oh, geil. Hatten wir noch nicht. Ich mag Strände. Geil. Ich mag Sand. Ich mag Wasser. Sonne. Shoutout. Peace. Ja, Shoutout an Urlaub ist auch geil. Ja. Urlaub, auch eine geile Sache. Auf jeden Fall. Bro, ich glaube, mein Shoutout der Woche geht an Gelo Revoice. Oh, das ist gut, ja. Ich glaube, das Ding hat mich... Welche Geschmacksrichtung? Cassis. Ah. Es gibt auch Kirsch mit Maracuja. So. Auch krass, ja. Cassis ist immer das, was unser Local Apotheker da hat. Ohne die hätte ich es jetzt hier wahrscheinlich nicht hingeschafft. Mein Shoutout der Woche geht raus an die Rap-Bande Menas Moos. Yeah! Die Rap-Crew! Geil. Killer. Ja, Mann. Vielen Dank. Fest, dass ihr in dem Podcast wart. Kommt aufs Konzert. Er wird auch da sein. Wir kommen. Ich nehme auch ein ausgeschaltetes Mikro oder einfach gratis Bier, eins von beidem. Nimm ein angeschaltetes Mikro. Und gratis Bier. So. Check die Menasmösen ab. Es ist ja ultra geil. Shoutouts. Tschüss. Tschüss. Kein Bock mehr hier. Scheiße.